der Schrank müsste dann, der hintere müsste auf den vorderen. Der Mega-Umzug läuft auf Hochtouren, seit Montag schon, und alles muss mit. An die 7000 Umzugskartons sind schon gepackt, denn das Klinikum Frankfurt-Höchst zieht um. Verladen und verpackt wird heute die Kinderklinik, und das im laufenden Betrieb. Kinderkrankenschwester Katja Berger muss hier den Überblick behalten. Die Herausforderung ist tatsächlich, dass man vorher auch nicht so genau sagen kann, wie viele Patienten wir noch auf Station haben. Das heißt, wir haben sehr viel Material trotzdem noch hier und müssen aber gleichzeitig alles drüben haben. Und das ist logistisch schon nicht so ganz einfach, ja. In 3 Tagen muss Ihre Station leer sein. Wichtig, alles genau beschriften, um später alles wiederzufinden. Nur 50 Meter sind es dann vom Altbau in die neue, 260 Millionen Euro teure Klinik. Und die hat es in sich. Technische Revolution, der Hybrid-OP, neu auch die Kindernotaufnahme. Überhaupt wirkt alles schicker und moderner. Das alte Gelände aus den 60ern hat damit ausgedient. Am Samstag öffnet dann die neue Kinderklinik. Für Katja Berger nach 25 Dienstjahren ein ganz besonderer Moment. Man freut sich wirklich aufs neue Gebäude. Es ist hell, es ist freundlich, es ist kinderfreundliche Bemalungen sind da. Wehmut ist, glaube ich, nicht da, weil wir uns schon zu lange auf den Neubau freuen. Bis dahin aber gibt es noch viel zu tun. Bevor dann am Wochenende die rund 500 Patienten einziehen und eines der modernsten Krankenhäuser Deutschlands den Betrieb aufnimmt.